Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer! Auch wenn wir das vorliegende Gesetz befürworten, wehre ich mich doch stringent dagegen, dass wir da irgendeinem Lager zuzuordnen sind. Mir ist das völlig egal, in welchem Lager Herr Kelteck ist oder wie auch immer. Wir haben uns für dieses Gesetz entschieden aufgrund der Faktenlage, aufgrund der Logik, die in diesem Gesetz drin liegt. Denn wir haben hier eine einheitliche, strukturelle Lösung, indem wir sagen, wir machen das einheitlich, dass es jetzt nur noch Integrationsräte gibt und keine Integrationsausschüsse. Diese Ausschüsse, ja, die können funktionieren und die funktionieren vielleicht auch in einzelnen Kommunen, aber das hat mir viel zu viel mit Sympathien und Antipathien zu tun. Und wenn Sie, Herr Dr. Stamp, mehrfach auch betont haben, dass den Ausschüssen mehr Gewicht beigemessen wird, ja, was ist denn das für ein integrationspolitisches Zeichen, wenn dem Gremium, wo immer ein Ratsmitglied den Vorsitz macht und die Ratsmitglieder im Gegensatz zu den Ausländern immer die Mehrheit haben, wenn die mehr Gewicht bekommen? Ich finde das als Zeichen einfach fatal. Nein. Und so haben, wie gesagt, in 16 Kommunen, ich habe ja jetzt gerade schon gehört, in Remscheid will man davon auch weg. Und dementsprechend bin ich froh, dass wir da jetzt zu einer Einheit kommen. Im CDU-Antrag ist zu lesen, ja, wir haben das Problem gelöst. Wir sagen jetzt auch in Ausschüssen, kann dann auch ein Ausländervorsitzender werden. Was Sie aber nicht ändern, sind die Mehrheitsverhältnisse. Also ist dadurch nichts gut und gelöst. Über die Spätaussiedler wurde gerade schon gesprochen. Auch hier ist keine Veränderung nötig, da die durch die Mehrstaatlichkeit schon im vorgelegten Gesetz mit drin sind. Im Grunde ist es ein gutes Zeichen für Integration. Wir haben jetzt den gemeinsamen Wahltermin mit den Kommunalwahlen. Hier sind natürlich überall die Integrationsräte, der Landesintegrationsrat aufgerufen, jetzt für diese Wahlen auch zu werben. Und gerade jetzt auch die, die vielleicht vorher keine Berücksichtigung fanden, woran einfach nicht gedacht wurde, zum Beispiel die Staatenlosen einzuladen, an dieser Wahl teilzunehmen. Auch das Wahlgeheimnis ist jetzt gesichert durch die Möglichkeit der zentralen Auszählung. Und letztendlich bin ich doch froh, und ich finde, da sollten Sie auch alle froh sein, dass wir den Fehler noch gefunden haben in dem Gesetz, dass nämlich durch die neue Formulierung, dass wahlberechtigt sind ausländische Staatsbürger, wir plötzlich die Staatenlosen gar nicht mehr drin gehabt hätten. Und danke, Herr Perfis. Auch das Problem haben wir jetzt geheilt. Mit dem gemeinsamen Änderungsantrag mit SPD und Bündnis 90 Die Grünen haben wir jetzt das Rundum-Sorglos-Paket. Wir haben die Mehrstaatlichen drin, wir haben die Staatenlosen drin und wir haben die normalen ausländischen Staatsbürger drin. Und dementsprechend ist jetzt alles gut und wir werden diesem Gesetz zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.